Ja, wie es traditionell schon immer am Neujahrsempfang schöner war und ist, möchte ich auch heute wieder eine Person in der Wolfgang-von-Dahlberg-Medaille ehren. Wenn man sich die Liste der vielen bisher Geehrten so anschaut, dann fällt einem auf, dass es überwiegend Mitbürger mittleren oder gar fortgeschrittenen Alters waren, denen diese Ehre zuteil wurde. Da es aber auch in Essen junge Menschen gibt, die beispielloserweise demonstrieren, die Ehrenamt und aktive Mitarbeit in einem Dorf aussehen können, habe ich ganz bewusst in diesem Jahr einen Ehrenmann ausgewählt, den Sie mit Sicherheit alle hier kennen. Und es spricht für ihn, dass er von Ihnen schon hier vorne stand. Robin Wittner. Kommst du wieder vor? In der Feuerwehr, damals noch als Jugendfeuerwehrjüngling. Seit 2007 ist er ordentliches Mitglied, seit 25.06.2013 ist er Jugendfeuerwehrrat und ebenso seit 2013 Oberfeuerwehrmann. Auch zeigt er sich heute wieder mitverantwortlich für die Ausbildung in der Jugendfeuerwehr. Auf politischer Ebene engagierte er sich seit 2009 als Mitglied des Bau- und Umweltausschusses der Verbandsgemeinde Offenbach. Seit 2014 ist er als Mitglied im Gemeinderat Essingen aktiv. In Essingen ist er weiterhin im Kinder-, Jugend- und Sportausschuss sowie als Vertreter im Haupt- und Bauausschuss und Kultur- und Sozialausschuss tätig. In der Verbandsgemeinde ist er seit 2014 Mitglied des Verbandsgemeindeausschusses und Stellvertreter im Kultur- und Sozialausschuss. Doch damit nicht genug. Die meisten von uns, wenn nicht gar alle, wissen, dass wir in Essingen einen vorbildlichen Jugendtreff unser eigen nennen können. Dies ist zu einem großen Teil der ehrenamtlichen Arbeit von Robin Wittner als verantwortlichen Jugendleiter zu verdanken. Um sich herum hat er ein Betreuerteam aufgebaut, welches er ebenso mitreißt und begeistert, wie die vielen Kinder und Jugendlichen, die mehrmals wöchentlich dort ihre Freizeit verbringen. Als ich die Zahlen und Fakten zu Robin Wittner in der Verwaltung gesammelt habe, war es Mike Burkin als dort tätiger Jugendpfleger ein Anliegen, mir nicht nur die Fakten, sondern auch ein Schreiben zukommen zu lassen, welches ich hier jetzt verlesen möchte. Und, er schreibt, Robin war in meiner ersten Kinderferienwoche 1999 als Teilnehmer dabei. Da war er sich offenbar so über den noch übervorsichtigen Jugendpfleger geärgert, der vor lauter Angst die Kinder nicht auf die Sommerrodeln wandern ließ, dass er sich wohl dachte, das mache ich irgendwann besser. So kam er, kaum nicht im Alter, in den Jugendtreff Essingen und war ab 2004 in dessen Leitungsgremium, kurz später als Leiter desselben. 2008 gründete er und leitet seither auch den Teenie-Treff Essingen. Er prägte von Anfang an mit seinem extrem hohen Engagement und seinem unendlichen Ideenreichtum die Jugendarbeit der Ortsgemeinde Essingen, aber auch der gesamten Verbandsgemeinde Offenbach. So war es nur ein folgerichtiger Schritt, dass er 2011 zum ehrenamtlichen Jugendleiter von Essingen ernannt wurde und seitdem die Kinder- und Jugendarbeit in Essingen hauptverantwortlich organisiert. Und das mehr als gut, als sehr gut. Unter seiner Leitung blühte die kommunale Jugendarbeit in Essingen erneut gewaltig auf und ist weit über die Verbandsgemeindegrenzen hinaus als Best Practice Beispiel bekannt. Mit einer seiner Ideen, dem Teenie- und Jugendtreffgarten, schafft er eine Einrichtung, die landesweit nach ihresgleichen sucht und 2012 mit dem Umweltpreis des Landkreises ausgezeichnet wurde. Auch die Verbandsgemeinde Jugendarbeit unterstützt er in unüblich hohem Maß durch Freizeiten, die Mitarbeit bei der Kinderferienwoche und die maßgebliche Organisation einer ungewöhnlichen, aber viel beachteten Jugendleiterinnen-Schule. Diese fand nicht nur bei Fachkollegen und Kolleginnen starkes Interesse, sondern kam auch bei den Teilnehmern und Teilnehmerinnen so gut an, dass diese bereits im dritten Jahr in Folge eine solche Ausbildung besuchen, obwohl dies nur alle 3 Jahre nötig wäre. Überhaupt ist sein Aufbau von Ehrenamtlichen und deren Betreuung vorbildlich. Ich bewundere sein überaus hohes Engagement, seine Kreativität und sein mittlerweile sehr hohes Fachwissen, mit dem er es locker mit vielen studierenden Jugendpflegerinnen und Pflegern aufnehmen kann. Ich bin ihm äußerst dankbar für seine Arbeit, für die er keinerlei Ehrenamtsentschädigung erhält
und die er in diesem Ausmaß gegen seine anderen Tätigkeiten in der Feuerwehr als Rats- und Verbandsgemeinderatsmitglied oder als Initiator der Kerne im Schulhof leistet. Und wo immer ich wieder frage, wo er die Energie und die Zeit dafür hernimmt. Vielen Dank, Roni. Das war. Und wir wissen es zu schätzen, dass du dich so vielfältig engagierst, deine Ideen einbringst, konstruktiv Vorschläge machst und aktiv mitarbeitest. An der Kerbe, an der Silvesterfeier im Dorf, bei Feuerwehraktivitäten oder Jugendfreizeiten. Immer bist du mit Engagement und Herzblut dabei. Und wenn man mit den Kindern spricht, ich habe selbst eins, was mir das als berichtet, dann bemerkt man ihre Begeisterung. Stellvertretend für die Ortsgemeinde Essingen danke ich dir für diese Verbundenheit, Unterstützung unserer Aktivitäten unseres Dorfes. Wir hoffen, dass du uns weiterhin noch so selbstlos zur Verfügung stehst, wünschen dir und deiner Familie für das kommende Jahr viel Glück, Gesundheit und Zufriedenheit und weiterhin ganz viel Spaß bei der Jugendarbeit. Den Text der Urkunde. In Anerkennung seiner langjährigen ehrenamtlichen und vorbildlichen Jugendarbeit im Jugendtreff Essingen, davon seit 2004 im Leitungsgremium, seit 2011 ehrenamtlicher Jugendleiter, als Mitglied in der Jugend- und Feuerwehr seit 2001, seit 2013 als Jugendfeuerwehrrat und Oberfeuerwehrmann, Veranstalter zahlreicher Jugendfreizeiten, Kinderferienwohnungen und Organisator von Jugendleiterschulungen, als Mitglied im Bau- und Umweltausschuss der Verbandsgemeinde seit 2009, seit 2014 als Mitglied im Verbandsgemeinderat und Schulträgerausschuss Offenbach im Gemeinderat Essingen, im Kinder- und Jugendsportausschuss Essingen sowie als Vertreter in den Gremien Haupt- und Bauausschuss Essingen, Kultur- und Sozialausschuss Essingen und der Verbandsgemeinde wird Herrn Robin Wildner die Wolfgang von Dahlberg Ehrenmedaille der Gemeinde Essingen verliehen. Wir danken damit für die beispielhafte Mitwirkung in unserem Dorf und wünsche noch viele Jahre in Gesundheit und Wohlergehen. Es ist der 8. Januar 2017. So, ich möchte alle Gelegenheit noch ein, zwei Worte zu der Ehre zu sagen. Also erst mal vielen Dank für die schöne und uns beiden großen Fragen Anerkennung für die geleistete Arbeit. Aber eins möchte ich klarstellen, es klingt jetzt wirklich richtig viel, ich bin selbst erstaunt, wenn ich das alles lese. Aber ich war bei den ganzen Sachen nie allein, ich war mehr als Einzelkämpfer unterwegs. Wenn man mal zum Beispiel die Feuerwehr sind, man trifft immer wieder angenehme Leute, man hat eine tolle Kameradschaft, das ist schon Grund, warum man so viele Jahre dabei bleibt. Oder anderes Beispiel, die Jugendfeuerwehr. Ich habe einen super lässigen Stellvertreter, wir haben super Jugendfeuerwehrleute, kommt man doch gerne Montag für Montag wieder runter ins Feuerwehr. Im Teenie- und Jugendtreff habe ich mit besonders vielen verschiedenen Leuten zu tun gehabt. Wenn ich ganz am Anfang 2004 die Leute nehme, mit denen ich angefangen habe, dann ein paar Jahre später das engagierte Teenie-Treff-Team, mit dem ich quasi den Teenie-Treff aufgebaut habe, das parallel arbeitende Jugendtreff-Team, das sich erst um Veranstaltungen gekümmert hat und im Hintergrund immer unser Jugendpfleger Mike, waren es wirklich viele Leute, mit denen es auch immer Spaß gemacht hat. Zu guter Letzt möchte ich natürlich auch mein aktuelles Teenie-Treff-Team noch erwähnen, mit denen ich seit 4 Jahren zusammenarbeite. Ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Truppe wirklich bereit ist, sehr viel für den Teenie-Treff zu leisten. Ich denke, im Gegenzug haben die dann oder wir zusammen gemerkt, dass wir gemeinsam auch furchtbar viel für den Teenie-Treff erreichen können und die letzten 4 Jahre auch ordentlich davon gebracht haben. Aber am Anfang habe ich ja gesagt, ich möchte noch kurz ein paar Worte sagen, deswegen lasse ich jetzt die Behaltung.